Und wir machen weiter mit der Islamisierung des Abendprogramms. Hier ist Serdar Somuncu. Ich sag ihm was. Ich sag ihm mal was. Ja, soll ich was sagen? Wenn ich noch einmal, ja, wenn ich noch einmal die Frage höre, was darf Satire? Dann, dann jage ich diesen ganzen ollen Christenschuppen hier mitsamt seiner verschimmelt öffentlich-rechtlichen Klientel im Namen Allahs in die Luft. Nee, war Spaß. Geht doch. Also jetzt nach den Terrormorden in Paris, da kommen wieder die ganzen Katastrophentouristen und überschwemmen uns mit ihren halbgaren Trittbrettkommentaren. Selbst wir fallen drauf rein, machen eine Sondersendung Mitternachtsspitzen. Freuen sich die Terroristen. Goldene Zeiten für Apologeten, von Panikprofessor Peter Neumann bis Pöbel Pegida. Von Propheten Pinup Mariam Hübsch bis Sarrazin-Surrogat Nejla Kelek. Angebliche Experten produzieren sich auf Kosten der Opfer und schüren Ängste. Schon morgen kann es in Deutschland passieren. Hier, in Köln, in der Comedia. In 10 Minuten, 10 Sekunden, bumm. Ist nur eine Frage der Zeit, bis es uns trifft. Jetzt bloß keinen besonnenen Dialog. Wir brauchen ganz schnell die Vorratsdatenspeicherung. Mehr Sicherheitskontrollen. Alle Mallorca-Touristen müssen sich am Flughafen nackig machen und bücken. Thomas de Maizière hat schon 2 Millionen Gummihandschuhe bestellt. Eine Handgranate. Eine Arschgranate. Statt darüber nachzudenken, wie wir dem Hass die Grundlage entziehen, indem wir unsere abendländische Ignoranz verlieren gegenüber Ausbeutung, Ungerechtigkeit, der Diktatur der Märkte, liefern wir den Pegida-Honks Argumente für ihre paranoide Unterwanderungshysterie. Siehste, haben wir doch gleich gesagt, ihr doofen guten Menschen, das habt ihr jetzt davon. Pegida-Ossis, die Je suis Charlie rufen. Das ist wie ein IS-Attentäter auf dem Christopher Street Day. Trotzdem rennen sie wieder zu Tausenden durch Dresden und schreien, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Nee, 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 ihr seid allerhöchstens völkisch. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite stehen die gemäßigten Moslems, die schon mal gerne Israel mit Juden verwechseln und jetzt beteuern, dass Islamismus nichts mit Islam zu tun habe, obwohl sie vor wenigen Wochen, als in Berlin gegen Israel protestiert wurde, noch rumgebrüllt haben. Ja? Ja, sie hätten da Gelegenheit gehabt, ihrem Anliegen Glaubwürdigkeit zu verleihen. Nein, auch für die. Höchste Zeit für kritische Selbstreflexion statt hastiger Lippenbekenntnisse und Instant-Analyse. Ist ja auch kompliziert geworden, oder? Also für den deutschen Bildungsbürger? Welchen Moslems kann man noch trauen? Vollbärte sind immer noch Modetrend. Also ist der Typ da jetzt mit dem Louis Vuitton-Koffer, ist der Salafist oder ist er nur ein Hipster? Und was ist mit Mustafa, dem albanischen Akkordeonspieler, der in der Fußgängerzone nervt? Sollen wir dem jetzt bessere Unterbringung für Flüchtlinge, einen Konzertsaal bauen? Oder unsere Almosen woanders ablassen? Oder vorsichtshalber Mustafas Akkordeon abschieben? Das sind Probleme, die die gebildete Unterschicht umtreiben beim Montagsspaziergang durch das Tal der Orientierungslosen. Montags bis freitags bei RTL. Gute Moslems, schlechte Moslems. Ja. Ich bin aber auch selber verunsichert. Also reicht es jetzt, wenn ich aus Protest gegen den Terror mein Facebook-Profilbild ändere?
Dann muss es sich aber abwechseln mit Je suis Baga zum Beispiel, die Stadt in Nigeria, wo Boko Haram 2000 Menschen ermordet hat. Am selben Tag übrigens wie beim Attentat in Paris. Oder Je suis Peshawar, das Schulmassaker in Pakistan. Je suis Sydney oder Je suis Boston. Aber who the fuck is Afghanistan? Am besten einigen wir uns auf Je suis völlig ratlos. Ja? Und da die postmoderne Panikmache vor dem Untergang des Abendlandes gerade Hochkonjunktur hat, fragen mich ernsthaft Journalisten, wie stehen Sie als Moslem zu den Anschlägen in Paris? Ich als Moslem? Was sagt man da? Also ich fand das super, die Anschläge waren ja Moslems, so wie ich. Das ist so, als würde man einen evangelischen Kinderchor fragen, na, ihr Kleinen, schämt ihr euch für die Kreuzzüge? Okay. Also. Bevor ich uns jetzt doch beim Verfassungsschutz unbeliebt machen und mich im Schläferanzug aus meinem Einfamilienhaus zerrt, mache ich lieber nur einen Abflug und reg mich wieder alleine auf. Und wenn mich jemand wieder fragt, was darf Satire, dann sage ich, Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott hat einen Pimmel von 3,60 Meter. Tschüss.